hard, I try, try. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft. So, und dann da rein. Oh, fick dich! Entschuldigung, Tobi, dich meine ich nicht. Aber wenn du möchtest, bist du natürlich herzlich eingeladen. Moin. Hey. Ich sag doch, das macht Spaß, Erik. Spaß, das macht Spaß. Ich hab Angst, dass das Spiel gleich wegschmiert. Yo, hier drüben, Tobi. Ah, yo, hallo. Ja. Moin. Komm hier, Eigenheim, schnell. Nice. Ja, willkommen bei mir zu Hause, ne? Die Sammlung steht ein bisschen unter Wasser, aber hey. Ich sehe schon, Erik, dir steht das Wasser bis zum Hals, wa? Ja, was willst du machen, ne? Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu Raft, live aus Eriks Streamingzimmer. Erik, das ist ja wunderschön hier. Ja, der Keller ist ein bisschen trockengelegt, ne? Man sieht es wahrscheinlich schon. Oh, die Sonne geht auf im Keller. La 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 la. Wir sehen zum Glück nicht wie Idioten aus. La 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 la. Die Intelligenzmütze. So, also Metalldetektor, ich kann leider nur einen machen. Ja, reicht doch. Soll ich mal gucken, ob ich hier auch einen machen kann? Nö, reicht doch, alles gut. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was man damit detekten kann. Metall. Danke, Tobi. Kein Problem. Ja, die Seilrutsche schaffen wir noch. Ja, okay. Wo waren das nochmal? Ich habe das vorhin schon nicht mehr gefunden. Weißt du doch, wo das war? Ja. Okay, nice. Hier nicht. Nutbreaker! Ich würde nur gern wissen, mit diesen komischen Dingern, kann man da auch hin und zurück oder kann man da nur... Ich glaube schon, dass man da wieder zurück kann, ne? Nein. Oh, diese Dinger haben wir auch. Die Dinger haben wir auch zu Hause. Hier. Die Wunderkerzen, meinst du? Ja. Also das sind keine Wunderkerzen, wir haben das sind dann so, so Räucherkerzen. Die kannst du immer im Sommer anmachen. Aus Singapur sind die und dann bleiben die Stechmücken weg. Hallo und herzlich willkommen! Tschüss, bis zur nächsten Folge! Tobi, deine Folgen werden immer kürzer. Kiste aufnehmen. Bolzen, Pflanzenkletterglibber und Metallerz. Kannst du davon was nehmen? Warte. Doch, leck mich doch am Arsch. Ich guck dir so lange zu. Das ist ja genau mein Ding jetzt, ne? Sag mal! Willst du mich verarschen oder was? Wir nehmen aber montags auf. Ich war letzten Montag leider nicht da. Ich war aus der Welt in Düsseldorf. Sag mal, das ist doch nicht wahr! Kann ich nicht den Möwenkopf auf so einen Stock spießen dahin, damit die anderen Möwen wissen, was passiert, wenn die hier landen? Ich bin ein relaxter Typ, weißt du, aber die. Komm mal mit. Hurenmöwe. Was? Wo bist du denn? So, ganz kurze Frage. Mein Bauhammer habe ich abgelegt. Ja, das habe ich auch schon gefragt. Ich guck mal. Oh Gott. Was ist falsch mit dir? Was ist einfach falsch mit dir? Wie viel ist muss man saufen, um darauf zu kommen? Lecker, lecker, wo ist mein Bauhammer? Bauhammer, 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 Bau. Bauhammer, 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 Blau. Blau? Was? Bau. Bauhammer. It's my life, oh darling. Und bildigen Onka. Oit? So. Hm? What? Ein Onka. Also, ja, eit. Eit, my friend, eit. I ate. Nee. I ate, eit, after eight. So. Fuck ja. Fuck ja, I won't do what you tell me.
Wie benutzt man denn... Erik, das erzähle ich dir nach der Aufnahme. Ah, Tobi, danke dir, du bist so ein Gönner. Leg mal hin, bitte. Leg mal hin, bitte. Nee, wenn ich es hinlege, ist es laut zwischen weg, oder? Ach so, ja gut, okay, das stimmt. Das stimmt. Aber wie das aussieht, Alter, wenn du das Ding trägst. Freumann. Ich hab nur eine Wolle. oh, ist er jetzt nackt? Ja, morgen ist nackt. Mensch, willst du denn einen Pullover anziehen? Da kann ein bisschen kühl werden auf Hohesee, du. Mach dir mal einen Schal um. Einen sehr langen Schal. Was ist denn mit dir los? Und Tobi, egal was du tust, Tobias, egal was du tust, hör mir genau zu. Sperr ihn nicht in die Klokabine unten, Tobi. Egal was du tust, nicht in die Klokabine sperren. Bäumung ist jetzt rot. Oh. Die Schrift ist rot. Ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Warte, ich trage den mal nach oben. Ja, lass ihn mal 2 Sekunden fressen, dann kommt er da unten wieder rein. Wo machen wir denn unsere Freizeitaktivitäten und Fitnessräume? Was? Wie? Verstehe sie leider nicht. Tut mir leid. Es ist immer wichtig, das Individuum zu respektieren. Ja. Und wir sind ja auf dieser Reise natürlich auch, um die Menschheit zu retten. Richtig. Von Tieren hat ja keiner gesprochen. Ach, ich freue mich, dass wir uns in der Hölle sehen, Tobi. Wo ist denn das Alpaka schon wieder? Nicht, dass es irgendwie einfach von Bord geht oder stirbt oder so. Quatsch. Das schuldet mir noch Wolle. Hä, es liegt auf dem Grill. Erik, es ist einfach so auf den Grill gegangen. Ich weiß nicht, es hat doch immer alles gut gehabt bei uns. Undankbares Arschloch. Ist nix? Eine große Muschel steht da einfach nur. Wow, das... Ach nee, wow. Hier. Ah, mit Riesenmuscheln kann man es endlich lernen, seinem treuen Weggefährten zuzuhören. Ach, guck mal, Erik. Ja, dann besser gleich 2 mit Tobi. Nimmst du Steine mit? Steine nicht, aber die Dinger hier. Sag mal. Der ist doch unglaublich, der Junge. Tschüss, danke. Und du hast hier Eisen hängen lassen, Erik. Eisen? Hab ich gar nicht. Ich hab für dich was übrig gelassen, damit du vielleicht auch mal kleine Erfolgserlebnisse hast. Mois. Ach, leck mich, hi. Nix nach Fisch. Das ist sehr gut. Ja, na klar, der Hai schwimmt hier einfach auf dem Trocknen über die Insel. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, sicher. Hey, Tobi, ich koch was. Bah. Gemütlich kochen. Erik, ja, freut mich. Ich hoffe, dir schmeckt's nachher. Ich bestell mir was. Man kann einfach am Sitzen kochen. Ist doch geil. Was für ein Novum, Alter. Ich bestell mir was bei Lieferando. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Cheerio. Tschüss.